Jesu Mutter und Brüder. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Eines Tages, als Jesus den Menschen gerade etwas von Gott erzählte, kam seine Mutter und seine Brüder zu ihm und warteten vor dem Haus, in dem er war. Sie hatten davon gehört, was er tat, und dachten, er sei verrückt geworden. Sie wollten ihn davon abhalten, weiterzumachen. Einer von Jesu Freunden, den Jüngern, sagte dies Jesus. Jesus fragte nur: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Sind es nicht die Menschen, die auf Gott hören und das tun, was er ihm sagt? Ihr seid meine Familie, alle, die sich auf Gott verlassen.